Das Kloster Andechs liegt oberhalb des Ammersees südlich von München. Die zugehörige Pilgergaststätte ist seit Jahrhunderten bekannt. Ebenso das Bier der Mönche. Heute wird die Andechser Brautradition fortlaufend mit modernen Verfahren weiterentwickelt. Die Nachfrage steigt. Deshalb hat sich die Andechser Brauerei vor wenigen Jahren entschlossen, in neue, zeitgemäße Abfüll- und Transporttechnik zu investieren. Ein Fokus lag dabei auf der Umweltverträglichkeit der Anlage, vor allem im Hinblick auf den Energieeinsatz. Das Gesamtlayout der Mehrweglinie hat die BMS-Maschinenfabrik in Pfatter bei Regensburg entworfen. Parallel wurden Transportmodule im Nass- und Trockenteil der neuen Anlage implementiert. Mithilfe dezentraler Antriebstechnik aus dem Movisi-Baukasten von SEW Eurodrive nahm das Projekt innerhalb kürzester Zeit Gestalt an und wurde zum Aushängeschild in der Brauereibranche. Zahlreiche Förderstrecken für Kästen und Flaschen verbinden Palettierer, Prüfanlagen, Reinigungsmaschinen, Abfüllanlagen und Packer. Der Kunde wollte durchgehend energieeffiziente Antriebe in dezentraler Technik einsetzen. Die Antriebseinheiten Movigear Performance aus dem Automatisierungsbaukasten Movisi haben die Energieeffizienzklasse IE5. Sie werden für waagerechte Förderstrecken eingesetzt. An schrägen Förderstrecken, die eine Bremse erfordern, kommen Standard-Asynchron-Motoren zum Einsatz, die über motornahe Umrichter Movimod Flexible gespeist werden, ebenfalls aus dem Movisi-Baukasten. Sämtliche Umrichter aus diesem Portfolio haben eine einheitliche Elektronik. Sie alle können unterschiedlichste Motortypen ansteuern. Mit insgesamt 70 dezentralen Antriebseinheiten zog modernste, energieeffiziente Technik in die Traditionsbrauerei ein. Bierspezialitäten aus Andechs werden in ganz Deutschland, Europa und darüber hinaus vertrieben. Mit der neuen Anlage können pro Stunde 24.000 Flaschen abgefüllt werden. Die Andechser Brauerei hat als erste in Deutschland vollständig auf die dezentrale Antriebstechnik von SEW Eurodrive gesetzt. Viele weitere sind dem Konzept mittlerweile gefolgt.